Das 130-jährige Jubiläum der Brauerei Vohamburger wurde Ende Mai auf dem Betriebsgelände in Bludenz gebührend gefeiert. Aus ganz Vorarlberg pilgerten Tausende zu dieser Feier. Tradition verbindet eben. Unser Kollege Gisi Speckle hat sich beim bierigen Jubiläum umgesehen. Ich begrüße Sie recht herzlich hier aus Bludenz. Eine ganze Stadt steht heute Kopf an diesem Wochenende, denn eine ganze Stadt feiert Geburtstag. Grund genug, denn 130 Jahre Vohamburger Brauerei in Bludenz wird gefeiert. Und das ist Grund genug, dass wir uns hier auf dem Gelände mal umschauen. Bei uns ist die erste Vorarlberger Bierkönigin. Wie wird man zur Bierkönigin, interessiert uns. Ich habe einen Vertreter von mir. Ist zu mir gekommen und gesehen, man kann sich bewerben als Bierkönigin. Das habe ich gemacht, jetzt bin ich da. Und welche Aufgaben hat die Bierkönigin jetzt? Die Brauerei Vohamburg zu präsentieren, Vertreter und auf diverse Veranstaltungen dabei zu sehen. Dann prüfen wir das Wissen der Bierkönigin. Wie viel Liter Bier trinkt der Österreicher pro Kopf im Jahr? 106 Liter ungefähr. An wie vieler Stelle in Europa liegt Österreich somit? Zweiter Stelle. Hanne Katzmeier, als Bürgermeister der Stadt Bludenz, wie stolz ist man auf so ein Vorzeigeunternehmen wie die Brauerei Vohamburg? Ja, bin ich schon sehr stolz auf das Unternehmen. Ja, 130 Jahre Tradition, Braukultur und ich behaupte auch, Bludenz ist eine traditionelle Bierstadt und wir haben sehr viele solche Betriebe hier und diesen Wochenende feiern wir die 130 Jahre mit der Brauerei Vohamburg. Ich glaube, dass wir eine mittelständische Brauerei sind, die für ihre Größe eine unheimliche Sortimentskompetenz hat. Wir brauen 13 verschiedene Biere hier am Standort in Bludenz und sind dafür auch schon sehr häufig ausgezeichnet worden. Das ist für ein Unternehmen in dieser Größenordnung keine Selbstverständlichkeit und darauf sind wir sehr stolz. Ja, die Marke Vohamburger, dafür steht das Einhorn. Das Einhorn steht für Reinheit, für Stärke und das zeichnet sich natürlich auch im Bier. Wirklich reines Wasser, reines Quellwasser, beste Rohstoffe. Und da spiegelt sich natürlich auch unser Markenzeichen. Also ein rundes Bild. Ein Gruß in dein Gruß in der Gemeindlichkeit. Und ich gehört, dass der Österreicher im Jahr pro Kopf 106 Liter Bier trinkt. Kannst du das glauben? Ich glaube das schon, weil ich bin auch einer von denen, der regelmäßig ein gutes Vorarlberger trinkt. In Europa sind wir somit an zweiter Stelle hinter der Tschecher, aber noch vor der Deutscher, was eigentlich unglaublich ist. Jetzt sagen die Deutscher, naja, wir trinken weniger, dafür macht es Bier schön. Aber die Deutschen sind nicht schöner wie wir. Also die Deutschen sind sicher nicht schöner wie wir. Wir stoßen, ja. Wie man gesehen hat, kennen sich die Vorarlberger aus, wenn es um das Vohamburger geht. Extra für das Jubiläumsjahr hat man auch ein neues Sudhaus gebaut. Man ist also gerüstet für die nächsten 100 Jahre. Angezapft ist auf jeden Fall.